So, liebe Leute, es ist soweit. In meiner Dokumentation über den Bahnhof Falkenberg hatte ich angekündigt, mich eines schönen Tages mit den zulaufenden Strecken zu befassen, was ich heute in Angriff nehme und wegen der Fülle des zu verarbeitenden Materials auf mindestens 3 Filme verteilen werde. Zunächst wäre zu klären, bis wohin ich die Falkenberg berührenden Strecken beleuchte. Allesamt elektrifizierte und überwiegend zweigleisige, jedoch irgendwie vergessene Hauptbahnen. Weil mein Fokus auf der historisch anmutenden Infrastruktur liegt, umfasst der Betrachtungsraum ein Netz zusammenhängender Betriebsstellen, auf denen nach wie vor alte Signaltechnik in Lohn und Brot steht, also mechanische, elektromechanische und Gleisbildstellwerke. Weil sich elektronische Stellwerke bislang nicht mal in die Nähe von Falkenberg wagen, spreche ich von einem Gebiet, das im Wesentlichen durch die Anhalterbahn Berlin-Jüterbog-Wittenberg-Halle, Deutschlands erste Fernbahn Leipzig-Riesa-Dresden und die Magistrale Berlin-Elsterwerda-Dresden begrenzt wird. Auf unserem heutigen Ausflug knöpfen wir uns zunächst die West-Ost-Verbindung von Halle bzw. Leipzig über Eilenburg, Falkenberg und Doberlug-Kirchhain in Richtung Cottbus vor. Dieser Teil der Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn entstand in mehreren Etappen. Falkenberg, Doberlug-Kirchhain, Karlau-Cottbus 1871, Halle, Delitzsch, Eilenburg, Torgau, Falkenberg 1872 und Leipzig, Eilenburg 1874. Bis 1911 erfolgte der zweigleisige Ausbau. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand ein Gleis reparationsbedingt. Bis 1970 wurde es wieder aufgebaut. Die Elektrifizierung startete 1984 zwischen Halle und Delitzsch und konnte kurz nach dem Mauerfall 1989 zwischen Lindtal und Cottbus vollendet werden. Wir haben wie immer ein straffes Programm, also geht's sofort zur Sache. Halle Hauptbahnhof wurde in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert und präsentiert sich aufgeräumt und einladend. In unmittelbarer Nähe entstand auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs die neue Zugbildungsanlage Halle Nord, die Rangierbahnhöfe Leipzig-Engelsdorf und Dresden-Friedrichstadt ersetzt hat. Alles in allem zeigt sich die Eisenbahn in Halle also recht modern. Besteigen wir die S9 nach Eilenburg, eine jener seltsamen S-Bahn-Linien, die außerhalb der Hauptverkehrszeit bloß im 2-Stunden-Takt verkehren. Zum Einsatz gelangen Silberhamster oder 2-Wagen-Doppelstock-Wendezüge. Auf seit langem nur noch eingleisig betriebener Strecke geht's zur Abzweigstelle mit Haltepunkt Peißen, wo uns Reichsbahn-Nostalgie empfängt. Ein DDR-Bahnübergang, alte Bahnsteige und ein elektromechanisches Stellwerk. Blick in die Gegenrichtung. Links das Gleis zum Halleschen Güterbahnhof, rechts jenes zum Hauptbahnhof. 1,5 Kilometer hinter Peißen liegt die Ausweichanschlussstelle Queiß, die seit 1996 den gleichnamigen Industriepark anbinden soll. Allerdings rosten die Anlagen ungenutzt vor sich hin. Zudem zweigte in Zwebendorf bis 1992 eine strategische Verbindungskurve ab, die direkte Fahrten von Eilenburg nach Hohenturm an der Anhalterbahn und weiter bis Niemberg an der Strecke Richtung Magdeburg ermöglichte. Wir erreichen den Bahnhof Reußen, der ebenfalls mit elektromechanischer Technik ausgerüstet ist und über ein Überholungsgleis verfügt. Hier und auf vielen der folgenden Stationen müssen zum Erreichen der Zwischenbahnsteige Gleise überschritten werden. Die Reisendensicherung wird unterschiedlich gehandhabt. Vom Betretungsverbot sogar des Hausbahnsteigs bis zum bloßen Hinweisschild sind alle Varianten zu finden. Es folgt der Haltepunkt Landsberg Süd. Daneben besitzt die 15.000 Einwohnerstadt einen Bahnhof an der Strecke Halle-Bitterfeld. Eine Betonschönheit im 90er-Jahre-Design. Das ist der Blick zurück nach Westen mit dem windschiefen Einfahrvorsignal von Reußen. Weiter geht's über die Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen zur Haltestelle Klitschmar, einer Kombination aus Haltepunkt, Block- und Ausweichanschlussstelle. Der Fahrdienstleiter bedient, wie seine Kollegen in Peißen und Reußen, ein 1978 in Betrieb genommenes elektromechanisches Stellwerk.
Die Anschlussgleise zum Automobillogistiker Altmann sind zwar noch vorhanden, jedoch ungenutzt. Vom Haltepunkt Kühner habe ich nur dieses eine Foto zu bieten. Umso mehr gibt's auf den nächsten Kilometern zu bestaunen. Wir unterqueren die ehemalige Werksbahn des Braunkohlekombinats Bitterfeld, die im restlos getilgten Übergabebahnhof Delitzsch Südwest mit unserer Strecke verknüpft war, passieren das frühere Empfangsgebäude des Kleinbahnhofs Delitzsch West und erreichen Delitzsch Güterbahnhof, dem sich der Haltepunkt Delitzsch Oberer Bahnhof anschließt. Der untere Bahnhof an der Verbindung Leipzig-Bitterfeld liegt 600 Meter nördlich des Kreuzungspunktes der beiden Strecken. Das Kursbuch nennt eine Übergangszeit von 12 Minuten. Zwei elektromechanische Stellwerke weisen den Zügen ihren Weg. Der unter Umständen über eine der beiden eingleisigen Kurven, hier blau eingemalt, in Richtung Bitterfeld oder Leipzig führt. Bei Betriebsstörungen auf der Anhalterbahn zwischen Halle und Bitterfeld verirrt sich gelegentlich sogar der ICE auf unsere Strecke, wo er dann mit gemächlichen 100 km/h, mehr ist nicht zugelassen, durch das flache Land zuckeln darf. Im Abschnitt Delitzsch-Eilenburg ist mit plötzlich auftauchenden Umleiterzügen nicht zu rechnen. Und auch der planmäßige Verkehr hält sich mit selten mehr als 50 Fahrten pro Tag in überschaubaren Grenzen, sodass hier Nacht für Nacht eine Betriebsruhe in Form nicht besetzter Stellwerke herrscht. Für den lebhaften Durchgangsgüterverkehr zwischen Tschechien und den nordwestdeutschen Seehäfen ist die Strecke unattraktiv, weil in Halle ein Kopfmachen zur Weiterfahrt in Richtung Magdeburg erforderlich wäre. Unabhängig von alledem kommt der Haltepunkt Hohenroda zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne örtliches Personal aus, denn zur Sicherung des Fußgängerüberwegs reichen Umlaufsperren. Nächster Bahnhof ist Krensitz, mit zwei Gleisen und vier Weichen lediglich eine bessere Überleitstelle. Die beiden mechanischen Stellwerke von 1908, hier KNW im Westkopf, gehören zu den ältesten, denen wir auf unserer Reise begegnen. Kennengelernt habe ich die Strecke westlich von Eilenburg übrigens mehr oder weniger zufällig, als ich 2010 von Falkenberg in Richtung Leipzig fuhr und kurz vor Eilenburg ein Anschluss nach Halle angesagt wurde. Spontan stieg ich aus und erst bereiste einen Schienenstrang, den ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt hatte. Die folgende Station Kämmereiforst war mir aber aus irgendeinem Grund schon vorher ein Begriff gewesen, denn ich erinnere mich an mein damaliges Aha-Erlebnis. Ah, hier ist das also. Eben jenes Kämmereiforst kommt zwar physisch als Bahnhof daher, findet im grauen Alltag allerdings nur noch Verwendung als Doppelblockstelle. Weichenverbindungen zwischen den durchgehenden Hauptgleisen existieren nicht mehr. Aber Achtung, liebe Leute, gelegentlich verirren sich ausgewachsene Ganzzüge in den Anschluss des Landhandels. Eine Erwähnung wert ist ferner der durch das Empfangsgebäude führende Bahnsteigzugang. Durchaus anheimelnd. Vorbei an der Ausweichanschlussstelle Schanzberg geht es nach Eilenburg, wo sich die Strecke aus Leipzig zu uns gesellt, die mit einem deutlich umfangreicheren Zugangebot aufwartet. Während zwischen Halle und Eilenburg bestenfalls eine Reisemöglichkeit pro Stunde besteht, sind es zwischen Leipzig und Eilenburg mit der S4, Gaschwitz-Torge-Hoyerswerda, und dem zweistündlichen RE10 nach Cottbus bis zu drei. Sogar Fernverkehr gab es hier mal, der ist jedoch seit Mai 2000 Geschichte. Zuletzt konnte man im 4-Stunden-Takt mit Interregios von Leipzig nach Cottbus preschen, die neben Eilenburg auch in Torgau, Falkenberg, Doberlo-Kirchhain, Finsterwalde und Karlau hielten. Schauen wir uns eben den Leipziger Streckenast an. Wir passieren den 2003 aufgelassenen Haltepunkt Wölpern und laufen im Bahnhof Jesewitz ein, der durch interessante Details am Stellwerksvorbau besticht. Der FDL herrscht noch über zwei Weichen. Die Überholung ist stillgelegt und ich stelle mir bei dermaßen gerupfter Infrastruktur immer mit Schrecken vor, was hier abgeht, wenn aus irgendwelchen Gründen mal eingleisig gefahren werden muss. Lieber nicht dran denken. Schnell noch ein paar Blicke auf den Haltepunkt Pönitz und den Bahnhof Taucher,
der kürzlich saniert wurde und 2019 ein ESTW erhielt. Taucher ist Endpunkt einiger von Gaschwitz kommender S-Bahnen, und zwar immer in der Stunde, in der der Regionalexpress verkehrt. Vor Erreichen des grundlegend modernisierten Knotens Leipzig folgen noch zwei Betriebsstellen mit alter Stellwerkstechnik, die zwar nach meiner selbstgewählten Definition nicht mehr zum Betrachtungsraum zählen, aber trotzdem erwähnt seien, nämlich die hier zu bewundernde Abzweigstelle Heiterblick und der Bahnhof Thekla. Das zum Leipziger Schnippel, jetzt wieder nach Eilenburg, dessen Bahnhof über ein mechanisches und zwei elektromechanische Stellwerke verfügt und mit vier Bahnsteiggleisen plus Unterführung beinahe großstädtisch daherkommt. Immerhin war Eilenburg einst Ausgangspunkt der Nebenbahnen nach Wurzen und Pretzsch. Erstere verlor den Personenverkehr 1978, letztere 1998. Zeitweilig gab es später touristische Angebote auf der Pretzscher Schiene. Güterverkehr existiert auf Teilabschnitten bis heute. Die Strecke nach Pretzsch läuft von Eilenburg bis Eilenburg-Ost parallel zu unserer jetzt mit 120 km/h befahrbaren Hauptbahn und dient jenen Zügen der S4, die im Berufsverkehr nicht schon in Taucha, sondern erst in Eilenburg-Ost wenden. Genau genommen handelt es sich hierbei um zwei Betriebsstellen, denn auf der Nebenbahn, den beiden Gleisen links, ist Eilenburg-Ost ein Bahnhof, auf der Hauptstrecke ein Haltepunkt mit Blockstelle. Der FDL bedient Weichen und Signale aus dem über 100 Jahre alten mechanischen Stellwerk im schnuckeligen Empfangsgebäude. Auf schnurgerader, etwas welliger Strecke geht es nach Doberschütz. Hier, wie auch auf vielen anderen Stationen, springen die Betonoberleitungsmasten ins Auge, die in Verbindung mit Quertragwerken nicht allzu häufig anzutreffen sind. Doberschütz wurde 1997 vom Bahnhof zum Haltepunkt mit Ausweichanschlussstelle degradiert. Mit dem heute als Blockstelle betriebenen Relaisstellwerk hielt 1974 zeitgemäße Signaltechnik Einzug in dieser Gegend. Es blieb das einzige seiner Art im weiten Umkreis. Die Einfahrt Mokrena begeistert mit einer der raren mechanischen Halbschranken, die schon vor Jahren durch eine moderne Anlage ersetzt werden sollte. Die Geschwindigkeit im Bahnhof ist seit langem auf 70 km/h begrenzt. In den beiden Überholungsgleisen gilt abschnittsweise Tempo 10. Zwei Stellwerke wachen über das Geschehen. Ihr Innenleben entstammt im Kern dem frühen 20. Jahrhundert. Die Mechanik wurde allerdings mit Elementen der Relaistechnik ergänzt. Im Netz der Reichsbahn waren und sind solche Mischformen weit verbreitet, während sie bei der Bundesbahn eher selten vorkamen. Vorbei an der Blockstelle am stillgelegten Haltepunkt Klitschen sausen wir nach Torgau, möglicherweise dem einzigen Stopp unserer Tour, der auch ortsunkundigen Zuschauern bekannt ist. Denn Torgau erlangte im April 1945 Berühmtheit, als sowjetische und amerikanische Truppen aufeinander trafen. Das Empfangsgebäude überlebte zwar zwei Weltkriege, aber nicht das Frühjahr 2021. Im Rahmen der Bahnhofsmodernisierung wurde es, mit Ausnahme der Diensträumlichkeiten des Reisendensicherers, abgerissen. Auch die beiden mechanischen Stellwerke waren bereits in Betrieb, als es zum sowjetisch-amerikanischen Handschlag von Torgau kam. Aktuell enden hier zwei Drittel der von Leipzig kommenden S-Bahnen. Nur alle zwei Stunden fahren sie über Torgau hinaus nach Hoyerswerda. Die Eisenbahnbrücke über die Elbe wurde im Krieg zerstört und bloß eingleisig wiederhergestellt. Dabei blieb es bis heute. Ab der Überleitstelle ET, östlich der Brücke, begleitet uns wieder ein zweites Gleis. Und schon ist Beilrode erreicht, dessen Bahnhof 1996 zu einem Haltepunkt eingedampft wurde. Das im Hintergrund erkennbare mechanische Stellwerk BW wurde stillgelegt. BU besteht weiterhin als Blockstelle. Wir nähern uns dem Bahnhof Rehfeld, dessen Fahrdienstleiter in Brandenburg sitzt, während sein Weichenwärter in Sachsen residiert. Der Außenbahnsteig in Richtung Falkenberg ist offiziell nur über den in Bildmitte erkennbaren Reisendenüberweg erreichbar, nicht jedoch über den BÜ, von dem aus das Foto geknipst wurde. Auf der Weiterfahrt nach Falkenberg erwarten uns gleich vier der Blinklicht im Andreaskreuz BÜs, die längst modernisiert sein sollten.
Wo sonst ist eine solche Häufung dieser Altanlagen noch anzutreffen? Dann sind wir im oberen Bahnhof von Falkenberg-Elster, den ich bereits ausführlich vorgestellt habe. Ich will mich auch gar nicht wiederholen, muss allerdings einen Fehler aus besagtem Falkenberg-Video korrigieren. Ich hatte das Stellwerk W11 im oberen Güterbahnhof totgesagt. Tatsächlich erfreut es sich nach wie vor bester Gesundheit. Danke an die aufmerksamen Falkenberger Eisenbahner für diesen Hinweis. Die S4 verabschiedet sich in Richtung Ruhland-Hoyerswerda. Im weiteren Fahrtverlauf übernimmt die zweistündliche RB43 die Bedienung der kleinen Unterwegsstationen. Dazu zählt unter anderem Übigau, ehemals Bahnhofsteil von Falkenberg, nach Rationalisierungsmaßnahmen Haltepunkt auf freier Strecke. Im Bahnhof Beutersitz stoßen wir auf die mechanischen Stellwerke B1 und W2, die unter anderem noch drei Formhauptsignale bedienen. Es sind, abgesehen von Einzelexemplaren in Falkenberg und Eilenburg-Ost, die letzten ihrer Art zwischen Halle-Leipzig und Cottbus. Denn trotz der vielfach uralten Sicherungstechnik wichen sie im Rahmen zaghafter Modernisierungsbemühungen flächendeckend Lichtsignalen. Auf den ersten Blick verfügt Beutersitz über umfangreiche Anlagen. Bei genauerem Hinsehen erweist sich neben den durchgehenden Hauptgleisen nur noch die Ost-West-Überholung als nutzbar. So, dann durchrauschen wir Tröbitz, das einen gerupften Eindruck verbreitet, aber immerhin noch zwei komplette Weichenverbindungen besitzt. Zu deren Bedienung benötigt der Bahnhof zwei runduhrig besetzte mechanische Stellwerke. Es folgt der Haltepunkt Schönborn. Zum Erreichen des nördlichen Bahnsteigs müssen beide Gleise überschritten werden. Das Türchen zum Reisendenüberweg ist stets verschlossen und wird nur vom Personal haltender Züge in Richtung Falkenberg geöffnet. Damit dabei nichts schief geht, darf Tröbitz keine Ausfahrt gen Osten ziehen, wenn die RB43 westwärts unterwegs ist. Umgekehrt darf der FDL Doberlo-Kirchhain eine in Schönborn haltende Regionalbahn erst ablassen, wenn ein von Tröbitz kommender Zug seinen Bahnhof erreicht hat. Vorbei an der 2005 stillgelegten und zugemauerten Blockstelle Schönborn-Forst geht es nach Doberlo-Kirchhain. Wie Falkenberg ein klassischer Turmbahnhof. In diesem Fall liegt die Halle-Sorau-Gubner Eisenbahn unten, die Berlin-Dresdner Strecke oben. Zwischen beiden Bahnhofsteilen besteht eine Verbindungskurve, die Fahrten von Berlin nach Falkenberg ermöglicht. Eine weitere Kurve für die Relation Berlin-Cottbus verläuft in weitem Bogen von Doberlo-Kirchhain Nord nach Hennersdorf West. Seit einer Stellwerkskonzentration 2007 ist der FDL auf B2 Alleinherrscher im unteren Bahnhofsteil, während der obere 2011 ein ESTW erhielt und aus der Betriebszentrale Berlin gesteuert wird. Ja, Leute, damit ist unsere kleine West-Ost-Reise eigentlich beendet. Denn Doberlo-Kirchhain ist der letzte Bahnhof dieser über 110 Kilometer langen Leine alter Stellwerkstechnik. Nichtsdestotrotz werfe ich rasch einen Blick weiter gen Osten, um die Geschichte abzurunden. Die Abzweigstellen Hennersdorf West und Lindtal wurden 2016 mit einem ESTW ausgestattet, der dazwischenliegende Bahnhof Finsterwalde schon 2014. Das dortige Stellwerk B1 blieb museal erhalten und fungiert als Café. Der Bahnhof Gollmitz mit vormals zwei Stellwerken schrumpfte 2006 zum Haltepunkt ohne Blockstelle, mit der Konsequenz rund 15 Kilometer langer Zugfolgeabschnitte zwischen Lindtal und Karlau. In dieser kerngesunden Kleinstadt mit Witz, so die Eigenwerbung, nahm im Juli 2021 ein ESTW den Betrieb auf und ersetzte die mechanischen Anlagen. Die brandneuen KS-Signale springen dem aufmerksamen Beobachter ins Auge, da sie zur Anzeige von Halt, Fahrt und gegebenenfalls Halt erwarten, lediglich eine einzige Optik benötigen. Der Betriebsbahnhof Eichow hingegen bleibt vorerst unverändert und wird zu einer Alttechnikinsel, denn der anschließende Cottbus-Komplex ist seit 2010 ESTWisiert.
Nun ist aber wirklich genug für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut demnächst mal wieder vorbei, denn in naher Zukunft nehmen wir uns einen der anderen Falkenberger Schienenstrahlen vor und reisen von Jüterbog nach Riesa oder von Wittenberg nach Ruhland. Lasst euch überraschen, man sieht sich.